So, hallo Leute. Die nächste Lektion von unserem Rätsel-Server. Ich wollte mich jetzt mal um das Vernamen, um die Vernamen-Verschlüsselung kümmern. Und die Vernamen-Verschlüsselung ist, das habe ich glaube ich schon mal irgendwie erzählt, ist eine exklusive OLAP-Verschlüsselung, die praktisch irgendwie so ein bisschen wie die Virginie läuft. Hier hat man die Virginie-Verschlüsselung. Also ist das eigentlich ist das ja die Trithemius-Verschlüsselung, die wir hier sehen. Die Virginie ist ja genau genommen ein verwürfeltes Caesar-Alphabet, das genommen wird dafür. Und der Vernamen-Chiffre ist eher ähnlich, aber es wird praktisch also du hast einen Schlüsselstrom und praktisch deinen Textstrom. Und die werden schlicht und einfach exklusiv oder verschlüsselt zusammen und damit erzeugt man dann den Schlüsseltext. So. Und das ist eben praktisch der Vernamen, ja, könnt ihr nachgucken, der ist dann irgendwie schon, das ist schon ein bisschen her, das ist noch vor dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg erfunden worden, diese Methode, und ist praktisch die Methode von der Lorenz. Aber ich habe bisher da noch nicht groß drüber geredet und deswegen habe ich euch ein kleines Programm geschrieben. Das habe ich wie immer euch hochgeladen in die Krypto-Directory bei mir auf dem Server. Da könnt ihr sie auch runterladen. Ich werde sie nachher auch nochmal runternehmen. Und wie man sieht, ist hier jetzt PipeVernum ist das Programm. So, also ich schreibe das momentan immer als Pipe-Version, als Pipe-Version und wir gucken uns das mal einmal kurz an. Das ist eine sehr kurze Routine, wie ihr seht. Hier oben hole ich mir das Argument, also praktisch ist ein Argument da, dann hole ich mir die Zahl von dem Argument, ansonsten Lead, also 1337. Und die Sache ist die, dass ich damit den Seed von dem Random-Generator von Lua füttere. Das ist hier der Code, da kommt da rein. Und diese Pseudo-Random-Generatoren sind so, dass sie praktisch mit einem Anfangswert gefüttert werden und dann erzeugen sie immer dieselbe Folge von Zufallszahlen. Das ist genau das, was wir wollen. Das heißt, wenn wir im Prinzip können wir dieses Programm nehmen und das ist fast dasselbe wie die Lorenz-Maschine, nur dass der Random-Seed hier anders hergestellt wird. Das heißt, wir haben praktisch irgendwie so eine Simulation davon, irgendwie, und wir haben natürlich die sehr viel schwächer, vielleicht sogar. Na, jedenfalls, hier dieser Zeile, wie üblich, hole ich mir irgendwie vom Standard in alle Zeichen rein, packe sie in die String-Variable Source. Hier mache ich ein paar Zuweisungen, dass ich das kurzer später benutzen kann. RND statt MathRandom, Write und Char statt IOWrite und String-Char. Dann habe ich mir exklusiv oder aus der BitLibrary geholt und XAND aus der ebenfalls aus der BitLibrary, wobei XAND, wieso? Eigentlich müsste es ja BAND heißen oder so. Ups. BAND. Ja. Das ist sicher sinnvoller, aber irgendwie, ich meine, wir benutzen AND sowieso nicht, insofern ist das eigentlich egal. Und jetzt lasse ich eine Schleife laufen von 1 bis zur Länge der Zeichen, die ich hier reingeholt habe. Und für jedes Zeichen hole ich mir das Byte aus diesem, also praktisch von der Position von dem Text, den ich habe, und exklusiv oder ist mit dem Zufallswert, den ich aus dem Random-Generator hole, von 32 maximal minus 1, das heißt von 0 bis 31, 32 würde er jetzt Zufallswerte zwischen 1 und 32 rausspucken, minus 1 heißt zwischen 0 und 31 und 31, 32, also 0 und 31, das ist praktisch dann 5 Bit. Wir wollen die unteren 5 Bit, wollen wir damit verschlüsseln und die oberen lassen wir unangetastet. Und danach, das ist praktisch schon mein encodedes und danach schreibe ich einfach diesen Char, ne, also Char hier ist String Char. Ich wandle das in einen Character und schreibe das mit IOWrite, schreibe ich das einfach nach Standard aus und das lasse ich durchlaufen, bis der String abgearbeitet ist. Und das ist eigentlich auch schon mein Programm. Also absolut kurz. Der Name ist so trivial, dass ich irgendwie euch das nicht habe machen lassen, weil irgendwie das ist mir zu billig. Und so, und hier haben wir jetzt, wie das Ding läuft. Das heißt, wir haben jetzt, sagen wir mal, Echo. Der Angriff ist im Morgengrauen. Und das pipen wir jetzt mal nach Pipe Vernam. So,
Dazu schicken wir das jetzt mal nach XXT. Das heißt, wir gucken uns an, was dabei rausgekommen ist. Das heißt, hier sieht man, das ist komplett verschlüsselt worden und man sieht das nicht mehr, was das war. Und jetzt zeige ich euch noch mal noch einen kleinen Trick. Es gibt den Befehl T. Also T ist wie ein T-Stück und das kann ich zum Beispiel in eine Pipeline, kann ich das schicken, was hier sozusagen das läuft praktisch, Pipe läuft weiter. Zwischendurch gibt er praktisch diesen Hexadezimalcode aus, wie das, was ich eben gemacht habe. Und jetzt schicke ich das nochmal durch den Pipe Vernum. Das ist ja das Default ist ja dieses Lead, also 1337. Und da das jetzt derselbe Code ist zum Verschlüsseln wie Entschlüsseln, gibt das wieder den Originalcode. Ja, der Angriff ist im Morgengrauen. Da kommt er auch an. So, und das hier ist jetzt irgendwie alles verwirrt. Keine Ahnung. So, jetzt ist es irgendwie eigentlich richtig. Das heißt, wir haben hier kommt praktisch das raus und zwischendurch kam dieser völlige Kram raus. Warum eigentlich? Da stimmt doch irgendwas nicht. Da stimmt was nicht. Moment, ich zeige euch das Pipe vernommen nach XXD. Weiß der Himmel, warum das jetzt nicht funktioniert. Eigentlich. Der Angriff ist im Morgenraum. Pipevernum. T. Warum ist das so komisch rausgekommen? Das finde ich jetzt irgendwie seltsam. Muss ich das. Geht nicht. Lassen wir das mal mit dem T erstmal, mit dem T-Stück erstmal, das funktioniert. Wenn ich hier einen anderen Code nehme, dann funktioniert es natürlich nicht. Ja, wird es nicht richtig entschlüsselt. Das heißt, es muss derselbe Code sein. Das heißt, wenn ich hier vorne irgendwie eintrage, was weiß ich, irgendein Code, irgendeine Zahl, dann muss ich hier hinten dieselbe Zahl wählen. Ansonsten kriege ich den nicht entschlüsselt, weil das der Entschlüsselcode ist. Und das kann ich euch nochmal zeigen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das ausgebe als Hexadezimal und hier vorne geben wir jetzt einfach mal lauter Nullbytes aus. Also Nullbytes heißt Lua Just in Time, Execute und hier geben wir String, Repeat, Repeat 0 Bytes, also der Nullstring soll jetzt sagen wir mal 32 mal kopiert werden. Das heißt, jetzt kriegen wir 32 mal den Kram und das geben wir natürlich aus. io.write von dieser Sache und jetzt haben wir 32 0 Bytes und jetzt kriegen wir praktisch genau den Cipher-Stream. Praktisch nur den Stream und wenn wir den Code ändern, sehen wir, dann würde er sich verändern. Wie ihr seht, irgendwie ist jetzt jedes Byte, ist jetzt, fängt bei 0 an, 14 und so weiter und so fort. Hier sehen wir, dass das höchste Zeichen dabei war hier 1F, das ist nämlich unsere 31. Ne? Also 2F, 2.0 ist, also 1 ist ja 16, 2 wäre 32, das ist also das höchste. Also wir haben Glück, wir haben praktisch in diesem Stream, in unseren 32 Byte Zeichen, haben wir das kleinste und das größte drin. Das muss nicht sein, das kann auch anders passieren. Also nehmen wir mal einen anderen Startwert, dann können wir sehen, na, da haben wir auch eine 0 drin, da haben wir auch den höchsten drin. Ja, nochmal einen anderen. So, und hier haben wir weder den größten noch den kleinsten drin. Doch, den kleinsten haben wir drin und den größten haben wir auch drin. Oh, na gut. Okay. Ja, ist einigermaßen gut verteilt anscheinend. Joa. Da ist auch wieder ein kleinster drin und ein größter auch. Na gut. Jedenfalls, das ist sozusagen das ist der Schlüssel, das ist der Cipher Stream, das ist praktisch diese Folge von Zufallszahlen, die wir dafür benutzen. So, wenn wir jetzt wieder unseren Text nehmen, und zwar sagen wir jetzt nochmal Echo, der König ist tot, es lebe der König. Das hatten wir, dann würden wir den verschlüsselt bekommen. Wir könnten den
Warum der jetzt irgendwie nicht funktioniert hat, das finde ich jetzt seltsam. T nach xxd. Das müsste eigentlich rauskommen. Das kommt auch raus. Und jetzt wollen wir mal mit pipe-vernum das wieder entschlüsseln. Der König ist tot, ist lebe der König. Das funktioniert auf jeden Fall. Das kommt da oben. Das kommt irgendwie mit Verzögerung raus. Weiß der Himmel, woran das liegt. Also praktisch der. Hier oben kommt der entschlüsselte Text raus. Hier ist der. Hier ist. Das Ding ist total unleserlich. Oh, keine Ahnung. Weiß der Teufel, woran das liegt. Oder muss ich irgendwie sagen, dass ich das Ding hier nach. Ach so, ich muss das nach Standard Error. Def Standard Error rausgeben, dann würde das gehen. Genau, so haben wir es. So, ansonsten wird nämlich dieser Kram gleich mit verschlüsselt mit Vernamen. Das ist natürlich Quark. Also ich habe hier jetzt XSD ausgegeben, aber gebe das praktisch nach Standard Error aus und damit ist das nicht mehr Teil der Pipeline. Das ist das Wichtige. Also was in Standard Out rausgeht, das ist das normale Standard. Das landet in der Pipeline. Was auf Standard Error geht, ist praktisch ein anderer Ausgang, der sozusagen aus der Pipe rauskommt. Deswegen ist das ein T-Stück. Deswegen ist dieses T das T-Stück, mit dem ich das rausholen kann. Das heißt, ich kann hier praktisch reingucken, wie sieht das eigentlich hier drin aus? Das ist sozusagen wie so ein Bug, wie so eine Wanze, mit der ich irgendwie den Datenstrom angucken kann. Also der Datenstrom ist komplett verschlüsselt und am Schluss, der König ist tot, es lebe der König, weil praktisch die Exklusiv-Oder-Verschlüsselung von demselben Zifferstream, den wir hier haben, den wir ursprünglich hatten, nämlich hier vorne, wird praktisch wiederholt und damit irgendwie wird der sozusagen X der sich aus und das Original, der Originaltext kommt zurück. So, das können wir natürlich jetzt auch machen irgendwie als Bordeaux. Bordeaux und da hatten wir gesagt, wir müssen hier def 0 dafür sorgen, dass wir den rauskriegen und hier holen wir den Bordeaux wieder zurück, dekodieren und hier auch wieder def 0. So, und jetzt hätten wir das Ganze als Bordeaux-Code. Ups, Merlin-Code. Irgendwas hat nicht funktioniert. 2 Bordeaux. Wir haben hier den verschlüsselt. Bordeaux-Code geht nach 0. Ah. Ja, natürlich. Der mag das nicht, dass hier Sonderzeichen drin sind. Das mag er gar nicht. Und deswegen gewöhnen wir ihm das ab. Und machen da einmal ein Pipe Cäsar rein und verschlüsseln das mit 0. Das heißt, damit machen wir, sorgen wir dafür, dass die Sonderzeichen, erstmal, dass das alles in Großbuchstaben verwandelt wird, dass die Sonderzeichen in OE und so weiter gewandelt werden. Und der 0 heißt, ich will nichts weiter verschlüsseln dabei. Und wie ihr seht, der König ist, ups, und dann ist das schon wieder alles kaputt. Warum? Das ist jetzt interessant. Klar, weil so, okay. Jo, der König ist und schon wieder kaputt. Okay, der König ist der überhaupt vorhanden? Also irgendwas stimmt hier nicht, Klammert. Der König ist tot, es lebe der König. Ausrufezeichen. Pipe Caesar 0. Okay. Dann haben wir den Vernamen, okay. Dann wandeln wir das nach Bordeaux, ja. Dann geben wir das aus nach XXT, um das anzugucken, ja. Das ist richtig. Dann wandeln wir Bordeaux wieder zurück, ja. Das ist richtig. Und dann wandeln wir Vernamen wieder zurück. Eigentlich müsste das funktionieren. Funktioniert aber irgendwie nicht. Der König ist. Das ist interessant. Okay, da kümmere ich mich gleich nochmal drum. Sagen wir mal, wenn ich jetzt hier den Bordeaux mal rausnehme, habe ich da vielleicht einen Bug in meinem Bordeaux drin? Das wäre natürlich irgendwie fatal. Das wäre natürlich lustig, dann kann ich da nochmal rangehen. Also das funktioniert auf jeden Fall.
der Vernamen funktioniert, ja, dann habe ich vielleicht einen Bug im Bordeaux drin. Gucke ich mir nochmal an, repariere ich. Das heißt, irgendwie, wenn ihr das macht, wird das funktionieren. Ich weiß nicht, was es ist, aber das kriege ich schon noch raus. So, dann haben wir hier, also ich habe euch gezeigt, wie das praktisch, wie man so ein T-Stück einsetzt in diese Geschichte und wie das Vernamen-Verschlüsseln funktioniert. Das ist irgendwie schon mal sehr schick. Wir können natürlich auch an dieser Stelle, nachdem wir das Vernamen verschlüsselt haben, das nach Favertape ausgeben. Wir geben hier den Kram, machen wir einfach mal Cut. Das heißt, wir lassen das irgendwie einmal kurz anzeigen und wandern den Favertape wieder zurück. Favertape D. Und da bekommen wir, der König des Todes ist lieber der König. Hier sieht man irgendwie praktisch, das wurde verschlüsselt als Favertape, allerdings jetzt als ASCII. Und am Schluss kommt wieder raus, der König ist tot, es lebe der König. So, jetzt wollen wir nochmal gucken, ob wir nicht, warum dieser Bordeaux-Code nicht funktioniert hat. Das finde ich jetzt seltsam. Caesar. Ach ja, hier muss ich das. Ah, ich glaube, ich habe das an der falschen Stelle eingesetzt. Das ist das Problem. Bordeaux. Und 2 nach Def. 0, so, das ist hier der, dann kommt der Vernamen, also erst der Vernamen, erst der Bordeaux, dann die Vernamen-Verschlüsselung, dann Vernamen-Verschlüsselung, dann wieder Paper-Tape, dann Vernamen-Verschlüsselung rausholen und jetzt Bordeaux umkehren. Bordeaux umkehren und 2 nach Def 0. Okay, das ist mein Fehler gewesen, das war mein Fehler. So. Der König ist tot, es lebe der König. Und wie ihr seht, der Code ist jetzt anders als der, den wir oben haben. Wenn ihr euch mal anguckt, hier den letzten, der letzte hier, der ist mit einem Bit und hier unten ist der mit 3 Bit verschlüsselt. Das heißt, es ist tatsächlich ein verschlüsselter Code, den man so nicht mehr lesen kann. Der wäre sozusagen so nicht entschlüsselbar. Wenn ich also zum Beispiel diesen Code jetzt hier falsch hätte, also beim Entschlüsseln falschen Code hätte, dann würde dort etwas rauskommen, was unleserlich ist am Schluss, wie ihr seht. Also das funktioniert schon, funktioniert schon so, wie ich das sage. Und den komischen Effekt eben, den ich hatte, war, dass ich an der falschen Stelle mein Bordeaux entschlüsselt habe, nämlich vor dem Vernamen, das war falsch. Das war mein Fehler. So, ihr macht ja solche Fehler nicht, aber spielt damit gerne mal rum, gerade die Lorenz SZ42 Leute. Und dann müsst ihr euch natürlich darum sorgen, wie funktioniert das mit der Verschlüsselung, was mit dem Pseudo-Random-Generator von der Lorenz. Und der hat praktisch irgendwie auch einen Startwert, sozusagen zieht, das ist sozusagen auch der Codewert, den man dort eingibt. Und er hat dann einen Random-Generator eingebaut, den man danach programmieren muss. Und dieser Random-Wert wird aber dann am Schluss genauso verwendet wie dieses hier. Das heißt, theoretisch ist das hier schon der Kern, die Kernroutine von der Lorenz-Schlüsselmaschine, wenn ihr den Random-Seed habt. Das heißt, irgendwie die Random-Seed, den kann ich euch nicht abnehmen, da müsst ihr durch. So, aber das ist, glaube ich, schon mal eine ganz hübsche Hilfe und ich denke, dass ihr damit schon mal ganz gut klarkommt und ja, viel Spaß damit und das war's dann auch schon. Wir sind auch schon wieder bei 18 Minuten, so schnell geht das. Alles klar. Ja, schönes Wochenende.